willkommen zurück bei Terraria. Ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Tage gehabt und die Videos haben euch gut gefallen. Da kommt doch schon wieder sowas angerannt. Ihr könnt ja auch gerne mal reinschreiben, was ihr so gemacht habt. Ein bisschen Smalltalk halten. Ich habe mich ganz vergessen vorzustellen. Ich heiße Marvin. Und ja, bin 22 Jahre alt, komme aus Dortmund. Das ist so das, was ihr wissen solltet. Ich werde auch zusehen, dass ich mir ein neues Headset kaufe oder eher gesagt ein neues Mikro. Weil im Moment nehme ich noch mit einem ganz normalen Standardmikrofon auf oder Headset. Ja, und ich weiß selber, dass bessere Qualität natürlich auch besser ankommt. Ich gucke auch lieber Videos mit besserer Qualität als mit schlechter Qualität. Das braucht mir keiner erzählen. Wo waren wir denn stehen geblieben? Haben wir noch Fackeln? Wir haben noch Fackeln. Alles da. Wir müssen noch weiterhin Silber bzw. Eisen farmen. Was ist das denn hier? Das ist Silber. Okay, aber wir brauchen eigentlich Eisen. Wir werden bestimmt auch noch welches finden. Ich werde jetzt einfach mal hier rüber gehen. So. Ich bin auch mal überlegen, ob ich noch ein zweites Let's Play starte. Ich habe jetzt natürlich jetzt auch noch Frogger rausgebracht mit dem Let's Show. Aber das ist wie gesagt nur ein kleines Let's Show gewesen. Wo ich, also dass ich wahrscheinlich jetzt auch nicht weiterspielen werde. Vielleicht noch ein Part mit den letzten Leveln, aber das ist, kommt auf euch an, wenn ihr das möchtet. Das habe ich auch so gesagt. Ich würde natürlich auch gerne, es ist jetzt hier ein Spiel, ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich will natürlich auf jeden Fall fertig werden oder auch nicht. Es kommt drauf an. Wenn es so wie Minecraft ist, wird man damit nie fertig, außer man hört irgendwann auf. Deswegen würde ich gerne ein Spiel anfangen, was auch ein richtiges Ende hat. Nur... Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ich habe da so ein paar Sachen im Kopf. Ich möchte jetzt nicht unbedingt die machen, die es nur auf YouTube schon, also die es ganz oft schon auf YouTube gibt. Deswegen bin ich halt aber etwas älteren Spielen schon dabei. Die neueren werden eh alle gerade gespielt, das würde nicht viel bringen. Denn ich bin ja noch ein kleiner YouTuber oder Let's Player, da kann ich noch nicht mithalten. Muss selber erstmal meinen eigenen Stil hier finden. Da ist wieder so ein Blub. Das ist Kupfer. Was ist hier noch so? Oh, hier ist aber viel. Das ist natürlich noch besser. Mache ich mir schon mal eine Fackel. Da ist Eisen. Perfekt. So, gehen wir mal schnell darüber. Knallen wir mal den Blub da weg. Wo ist er? Da. Kackqualle. Hat mir die nicht getötet? Ach, keine Ahnung. Ah, ne, es war hier oben eine. Entschuldigung. So, wir haben noch ein bisschen Dreck. Mach ich mal hier irgendwie. Ja, danke. Ja, ich habe auch ein neues Intro. Habe ich ganz vergessen. Und ich habe beschäftige mich zurzeit mit dem ganzen Programm ein wenig. Und teste da noch. Es wird sich wahrscheinlich auch noch einiges ändern. Aber ihr könnt gerne schreiben, wie ihr es findet. Mich würde es sehr interessieren. Und, oder ob es einfach nur scheiße ist. Wie gesagt, ist es mein erstes Intro. Oder ein erstes richtiges, das andere war halt mit dem Videoschneideprogramm zusammengestellt, einfach hereingefügt. Das war sehr einfach eigentlich. Die Sache waren was wahrscheinlich für manche Leute auch nicht schwer. Für mich jetzt auch nicht im Nachhinein, aber es ist natürlich erstmal, muss man die ganze Materie verstehen, dass man da auch irgendwas machen kann. Natürlich habe ich wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken, wie man das ja von mir so kennt. Ja, genau. Jetzt ist mein Terraria abgeschmiert. Das kommt natürlich noch besser. Es geht natürlich dann sofort weiter. Bis gleich. Ja, hallo und willkommen zurück. Es tut mir wirklich sehr leid. Durch das Problem, dass das Terraria abgeschmiert ist. Und ich das pausiert hatte bei Fraps. Und leider vergessen habe, wieder auf Start zu drücken, habe ich nur den Ton. Ich habe also dann eine Stunde noch aufgenommen. Ich hätte natürlich jetzt nur den Ton hochstellen können und ein Bild von Terraria als Hintergrund, ich hätte mir zuhören können. Nur, ich glaube, so ein guter Redner bin ich nicht, dass man mir eine Stunde, glaube ich, zuhören möchte. Wenn das natürlich erwünscht ist, stelle ich gerne nur die Audioausgabe gerne auch online. Aber es tut mir leid, ich konnte das Spiel jetzt leider dann auch nicht von einem anderen Spielstand oder so starten, sondern jetzt ist alles schon da, was ich da im Prinzip erzählt habe. Ich werde ein bisschen rumlaufen, euch das zeigen. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Ihr seht, es hat sich schon ein bisschen was verändert. Das ist, ja, kann ich leider jetzt nichts mehr dran ändern. Bitte verzeiht es mir. Also,
Zuallererst sind wir wieder weiter runtergegangen. Ich versuche das einigermaßen nachzuholen und zu erzählen. Wir sind auf jeden Fall wieder runtergegangen. Hier ist auf jeden Fall das Licht aus. Das ist auch nicht so schön. So. Ja. Denn wo ich Terraria, wo es abgeschmiert ist und ich es wieder gestartet habe, war ich komplett am Anfang wieder. Also nicht komplett am Anfang, sondern Anfang der Folge 4 im Prinzip. Deswegen, dann sind wir ja rübergegangen, haben das hier abgebaut alles. Das habe ich dann nochmal gemacht. Ja, war halt dann noch ein bisschen hier drüben. Und habe hier noch ein paar Erze gefunden. Da oben ist noch was, sehe ich gerade. Da können wir natürlich jetzt auch nochmal schnell hingehen. Obwohl ich ja eigentlich erst euch zeigen wollte, weil ich jetzt. Egal. Ist ja nicht viel. Erze können wir immer gut gebrauchen. Das Gute ist, dass ihr jetzt mein Patzer nicht mitgekriegt habt. Da ich das ja natürlich jetzt nicht aufgenommen habe mit. Das ist halt sehr schön. Ja. Guss ist eingetroffen. Da ist irgendwas eingetroffen. Was auch immer das ist. Das ist noch nicht passiert vorhin. Gut, dann gehe ich erstmal nach oben. Zeige euch den. Ah, wie? Zeige euch den Rest. Wir war hier so in kleinen Höhlen. Habe hier einfach nur ein bisschen Erz abgebaut und dabei ein bisschen Scheiße gelabert. So wie man das bei Let's Plays natürlich macht. Ist natürlich jetzt vergeudete Zeit gewesen. Bin hier unten auch komplett rumgegangen und habe hier, ja, bin einmal gestorben, weil ich ein bisschen zu übermütig war und da kamen vier Blubs angelaufen und ja, das war ein bisschen viel. Hier überall ging es auch noch runter und hier auch, da bin ich dann immer abgetaucht und habe Erze eingesammelt und das bis hier hinten hin. War, ja, war alles ganz lustig, eigentlich war alles super und ich hatte mich gefreut, das Video, also hat mich auf ein paar gute Parts gefreut und ja, es war nicht mehr da. So, da unten sehe ich gerade noch so eine Schüssel. Nicht Schüssel, sondern das war ein Stein, aber das ist so ein. Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch alles erzählt hatte und was nicht. Das ist halt ein bisschen kacke, aber. Ja, ihr könnt wie immer alles gerne in die Kommentare schreiben. Positives oder negatives Feedback ist mir eigentlich egal. Oder natürlich nicht egal, aber ich bin froh, wenn ich überhaupt was bekomme. Was ich genau. Wir haben uns neue Rüstung gebaut. Wir haben einen Eisenhelm jetzt, wir haben ein Kupferkettenhemd und wir haben ein Fessel oder eine Fessel gefunden. Als wir noch oben neues Holz abbauen waren, oben rechts, und da hatten wir das von irgendwelchen Monstern bekommen. Sonst haben wir, glaube ich, nicht viel Neues, außer ein paar Erze. Ein bisschen Gold haben wir gefunden, davon habe ich ja noch nichts gemacht. Goldfische habe ich nachgeguckt, auch während der anderen Aufnahme. Da kann man sich super rausmachen, und ein paar andere Sachen noch, die nützlich sind. Ja. Dann bin ich, habe ich mich endlich hier hingetraut, weil ich ja dann, ach so, ein neues besseres Schwert habe ich uns auch gemacht, ne? Eine Eisenspitzhacke haben wir auch, dass es alles ein bisschen besser ist. Leider das falsche Schwert gemacht, ich wollte eigentlich das Breitschwert mal ausprobieren, aber naja. Ja, da habe ich mich an dieses Ding hier dran gewagt und wollte es irgendwie zerstören, aber da passierte nichts. Das passiert nur was, wenn man den Hammer nimmt und es haut, dann verliert man Leben. Deswegen habe ich das dann gelassen und habe das da jetzt erstmal so stehen lassen, weil ich nicht weiß, was man damit machen soll. Das müsst ihr mir irgendwie sagen, oder wenn das, also hoffentlich weiß es einer von euch, was man dann machen kann, oder ob der Hammer dazu zu scheiße ist, dass der da abprallt von der Aura des Wesens oder so, weil es sieht eher aus wie so ein komisches Untoten oder was weiß ich. Ja, mich ein bisschen wie, wenn das jemand von euch kennt, von Half-Life, die Viecher, die ja von der Decke hängen mit dieser komischen langen Zunge, so ein bisschen daran erinnert mich das. Ja, dann auf jeden Fall hier auch rumgegangen und bis hier unten brauche ich jetzt nicht hingehen, das ist nur so ein komischer Blub. Da haben wir auch ganz viele Erze, oder nicht ganz viele, haben wir ein paar Erze abgebaut und haben bemerkt, dass wir mittlerweile echt viel auf der Minikarte, sieht das schon richtig cool aus. Und ich habe tausendmal darüber geflucht, weil ich ging hier runter, es war Wasser, ich ging hier runter, es war Wasser, ich ging hier runter, es war Wasser und ich ging hier runter, es war Wasser, es war überall Wasser. Hier ist auch schon wieder Wasser, es regt mich überall auf. Ich komme nicht wirklich richtig, also ich bin zwar schon nicht, also so tief glaube ich auch noch nicht, aber auf jeden Fall kommen die jetzt wo runter als ohne zu tauchen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich muss mal gucken, ob ich hier durch nochmal irgendwie gehe oder so. Ja. Dann habe ich mich schlau gemacht. Hatte ich ein bisschen gelesen gehabt. Hier bei dem Guide. Der ist gerade draußen. Und habe erfahren, dass wir neue Häuser. Die Tür geht nicht auf. Ah. Okay. Dass wir neue Häuser bauen müssen. Das ging hier unter Hilfe. Da habe ich einmal alles vorgelesen gehabt. Ich mache es jetzt nicht nochmal. Tut mir leid.
Wie gesagt, Kristall, Herze, Leben, das füllen das Leben auf. Man kann eine Krankenschwester kriegen, einen Waffenhändler, was ist das? Man soll viele Monster und stärkere Monster töten, dann kriegt man so einen Dryan oder so. Oder dann erscheint ein Dryan, was auch immer das ist. Bomben soll man behalten, weil man einen Sprengmeister bekommen kann und man kann sich Entehaken machen aus Ketten und Haken. Haken kriegst du von Skeletten aus der Höhle. Ein Topf soll man mitnehmen, weil da immer nützliche Sachen drin sind. Das machen wir schon. Schätze sind auch überall da. Es fallen halt. Wenn man einen Schattenkugel zerhaut, fällt ein Meteorit vom Himmel. Der soll in so einer düsteren Gegend sein. Diese Schattenkugel habe ich aber, wie gesagt, ich bin noch nicht so viel hin und her gelaufen an der Oberfläche oder allgemein. Ja, Kristallherzen, bla bla. Das hatten wir, Ausrüstung ist noch zu schlecht, brauchen wir bessere und das war es im Prinzip. Und oder kommt, glaube ich, noch irgendwas, Krankenschwester. Ja, auf jeden Fall hat er uns gesagt, dass wir einen Tisch, einen Stuhl und Licht brauchen. Im, in der Wohnung im Prinzip, weil wir können auf Escape, also im Inventar, auf dieses Haus, Behausung drücken im Prinzip und dann können wir Behausungsanfrage drücken, wenn wir zum Beispiel jetzt hier reindrücken. Diese Behausung ist bereits belegt. Ja, und jetzt sieht man halt hier, jetzt ist gerade erst passiert, das wusste ich auch noch nicht, dieses Haus ist auch belegt, weil ich habe ein neues Haus gebaut. Die Größe wusste ich nicht, ich habe es einfach mal so gemacht, habe einen Stuhl und einen Tisch reingestellt und habe dann Fackeln reingemacht und schon nach und nach sollen dann Leute einziehen. Wenn man zum Beispiel da, wenn man Bomben hat oder so, dann will der Sprengmeister die haben. Was ich, wenn man ein Gewehr findet, dann wird irgendwann ein Waffenmeister kommen. Ich habe aber keine Ahnung, was jetzt genau bringt. Ich werde den hier gleich mal anquatschen. Hab das noch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, ob man hier oben drauf vielleicht auch was bauen könnte und die einfach da hochhupsen oder so. Oder ich baue das irgendwie mit Holzklappen oder so. Keine Ahnung, mal sehen. Können wir jetzt gleich erstmal machen. Ja, ich hätte den jetzt wahrscheinlich auch irgendwo reinschicken können, aber das hat er jetzt von allein schon gemacht. Ist ja auch okay. Dafür ist es da gewesen. Jetzt machen wir erstmal den Blub hier töten. Boah. Ja, man merkt, das Schwert ist um einiges besser als das andere. Das ist jetzt ein Silberschwert haben wir uns gemacht, Entschuldigung. Und eine Eisenspitzhacke und eine Eisenaxt haben wir uns gemacht. So, ich spreche den Typen jetzt hier einfach mal an und mal sehen, was der so zu uns sagt. Die Sonne steht zwar hoch, meine Preise sind's aber nicht. Okay, Geschäft. Geschäft? Ach so. Ich kann ein Bergmannshelm verströmen beim Tragen Licht. Okay. Kaufpreis 8 Gold. Gold haben wir noch gar nicht. Das ist natürlich noch besser. Glaube ich. Wir haben ja, genau. Sparschwein. 1 Gold haben wir trotzdem nicht. Eisen, den haben wir uns auch schon gemacht, den brauchten wir, falls, Entschuldigung, wenn Fragen sind, ich habe jetzt einiges übersprungen, fast eine Stunde, ich kann es nicht alles wiederholen und nichts vergessen, sagen wir so, deswegen, wenn ich was vergessen habe, genau, wir haben eine Truhe, haben wir uns auch hier oben hingesetzt, die haben wir unten mitgenommen, aber die hatten wir noch mit und die habe ich jetzt einfach mal reingesetzt, haben wir ein bisschen Eisen und so weiter, das haben wir reingelegt, dass wir ein bisschen besseres Inventar oder ein ordentlicheres Inventar haben, ja, das brauchen wir alles nicht, Fackeln, auch ganz schön teuer, hab ich. Habe ich alles? Brauche ich alles nicht? Kann ich bei dem denn verkaufen? Das wäre natürlich auch eine interessante Sache, weil wenn ich gehe, brauche ich glaube ich da. Ja, man kann auch verkaufen. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, wie viel ich bekomme. Ach da, Verkaufspreis 20 Kupfer. Kriegt man auch irgendwo für richtig viel. Leuchtwurzel, Saat, Leuchtblatt. Ich glaube, das sollten wir lieber nicht verkaufen. Oh, das ist, naja, irgendwie alles nicht so, der Burner. Guck mal, der will hier. Was will er? Dafür gibt er 4 Silber. Also okay, 4 Silber und 28 Kupfer und... Ich habe nur eine Kupferaxt. Ich dachte, ich habe eine Dingsaxt. Da habe ich mich von auf 4 Silber und 10 Kupfer. Also das ist natürlich jetzt schon ein Wucherpreis eigentlich. Naja, man kann zumindest bei ihm verkaufen und man könnte dann eventuell irgendwas kaufen, aber das lasse ich erstmal so, weil wir haben eh nicht genug dafür. Aber hallo, herzlich willkommen in unserer WG. Oder WG, nicht WG. Obwohl wir gerade nur Männer sind. Hallo. Nein. Natürlich nicht. Uah. Aber nichts gegen Homosexuelle oder sowas. Aber wie gesagt, habe ich das gerade nichts. Ich habe da nichts von. Noch einen Goldfisch eingesammelt. Und ich glaube, wir probieren einfach mal schnell, bevor es jetzt dunkel wird, auf dem Dach noch ein zweites Apartment zu bauen. Oder wie auch immer man das nennen kann. Wie hoch ist... Keine Ahnung, wie hoch? 3? 8? Ich mache es ungefähr gleich hoch, glaube ich. Fisch, verpiss dich. Da kommt ein Regenblub schon wieder. So. Eine ganze Silbermünze haben wir gefunden, das ist natürlich auch super. Ich habe keine Ahnung, ob wir das groß genug machen oder ob das zu klein ist. Ich hoffe, es reicht aus. Ich glaube, das ist zu klein, aber mal gucken. So, und jetzt bauen wir rüber.
Blub, du kommst hier nicht hoch. Kannst du vergessen. So, machen wir jetzt gleich mal ein bisschen mehr. Jetzt greifen die den da unten an. Mach doch die Tür zu, du Dödel. Ah, in der Bude drin. So, Kackviecher. Zack, jetzt machen wir erstmal die 9 und da hoch und da hoch und da hoch. Jetzt kann der Blub wahrscheinlich auch hoch, aber ist erstmal nicht so schlimm. Ja, jetzt gehen wir so. So, und jetzt gehen wir dann rum und wieder rein. Geht das? Zack. Ah, hat funktioniert. Das war schlecht. Komm, wieder abbauen. Genau, so, wieder abgebaut. Brauchen wir hier noch eine Wand? Ich hoffe, ich habe das... Ups. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gleich gemacht. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Doch, sieht gut aus. Durch Zufall. Problem ist natürlich nur, da reinzukommen. Ist das jetzt schon... Ich versuche es einfach mal nochmal. Ich mache nochmal Wände jetzt erstmal hier rein. Teste es erstmal jetzt mit einem, bevor ich das alle fertig mache. So. Schöne Holzwände. Kommst du kaufen? Kommst du kaufen? Billige Preise. Ja, ja, du billige Preise. Also irgendwie so billig sah es nicht aus. Also verhältnismäßig. Ich meine, wir sind auch noch am Anfang. Kann natürlich auch daran liegen. Fackeln. Fackeln auch überall. Muss eine Lichtquelle haben. Soll eigentlich nur eine haben, aber ich mache einfach mal mehr rein. Ich glaube, hier mache ich das ein bisschen anders. Und hier mache ich das so und so. Und dann baue ich da auch wieder einfach nur... Mann, ich bin so schlecht. Zack, also ich komme da hoch. Ich weiß nicht, ob die hochkommen. Ich lasse das jetzt erstmal so und teste es mal. Ein Holztisch. Und... Mann, die ist so hin und her immer. Da, und ein Holzstuhl. Zack. Den jetzt mal... Ich dachte, ich komme hier hoch. Ich komme hier doch nicht hoch. Dann mache ich da noch einen Zwischenboden rein. Dass man da auch hochkommt. Wollen ja unsere Gäste... Sollen es ja gut bei uns haben. So. Jetzt teste ich mal. Das müsste ich ja eigentlich jetzt schon sehen, ob das... Ist geeignet! Okay, dann bauen wir das bei den anderen auch. Hier machen wir dann doch aber, glaube ich, lieber Türen rein. Da kann man mir nicht einfach so hin und her laufen. Ich weiß zwar nicht, wann die anderen... kommen würden oder kommen allgemein oder erscheinen, bevor es jetzt gleich wieder hier losgeht. So, ja, ich weiß, es ging noch nie los, aber es ist, man muss ja irgendwo anfangen. Da, oh, da kommt noch Holz, ich habe eh nicht genug, dann mache ich mir noch welche. Ja, nach ganz oben. Mann, scroll, ach, da schon vorbei. So. Zack. Da brauchen die auch gar keine Tür. Ich mache jetzt erstmal Wände rein und guck mal, was passiert. So, wo sind die anderen? Da. Sollte reichen, glaube ich. Ich hoffe. Wo kann sein, dass sie jetzt gleich wegen der... dass der andere jetzt wegen der Tür meckert. Mal gucken. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall eine Tür. Es muss zu sein. Gut, dann bauen wir gleich noch 3 Stück. 2 Stück, Entschuldigung. Weil dieses Holzbrett als Boden hat ihn jetzt, glaube ich, nicht gestört. So. Nächste Reihe. Zack, zack, zack. Was wollen die Fische denn von mir? Und das ist ja so ein Kackauge. Hier woanders glubschi, glubschi machen. Mann. Zack, zack, zack. Und jetzt da oben. Das ist natürlich immer die größte Kacke. Da sind schon wieder ein Sternschnuppe. Ach genau, wir haben einen Mana. Jetzt ist es... Ich vergesse halt auch mal viel. Wir haben jetzt ein Mana, weil ich 5 Sternschnuppen zu einem Mana-Kristall oder so, ich weiß nicht genau, wie das hieß, nicht mein Mana-Kristall gemacht haben. Ja, und dadurch haben wir halt ja, ein Mana bekommen. Was wir genau damit machen können, kann ich auch noch nicht genau sagen. Werden wir dann noch sehen. So, jetzt machen wir erstmal. Ich hoffe, irgendwelche Zauber oder so wirken. Das wäre natürlich auch der Oberhammer. 1, 2 brauchen wir. Ach, Idiot. Ey, ich bin heute... Heute nicht mein Tag. 2. 2. Und
zwei Türen. So, das ist, was kann ich das nicht irgendwie auch, ich weiß nicht. Kriegt das was wieder, wenn ich das da rein tue? Nein. Kann ich das bei ihm verkaufen, aber bringt zwar nichts, aber Geschäft. Okay, danke. Enten, irgendwas daraus gehauen für. So, die weg, die weg, die weg. Und die Tür noch rein, da kommt noch eine Sternschnuppe. Die hole ich mir aber so nah, wie die bei uns liegt. Baue ich mal einen Stuhl. Das ist natürlich alles ein bisschen eng, aber... ist ja nur für Gäste. Man kann ja hier hoch. Dann eine Tür. Noch eine Tür. So, und jetzt muss ich hier auch noch Holzboden. Ja, alles für die Gäste. So. Testen, ob es geeignet ist. Ist geeignet, ist geeignet und ist geeignet. Ich weiß nicht, wie viele jetzt reinkommen werden oder so. Mal gucken. Mach ich dich jetzt mal tot hier? Das geht nicht. Na, schade, das geht nicht. Ich habe die Tür, glaube ich, falsch rum reingesetzt. Ich muss die nochmal abmachen. Ja, so geht's auch. Ist jetzt ein bisschen langweilig, glaube ich, aber... oh. Ja, man sagt was und schon passiert was. Leben habe ich noch, das ist gut. Ah, verdammt aber auch. Jetzt stirbt. Sterbt. So, keine Chance. Zack. Oh, jetzt die Tür nochmal raus. Ich glaube, die muss andersrum rein. Immer noch. Kann man den nicht... warte mal. Ändert das was? Nein, okay. Ich dachte, das ändert eventuell was. Haben wir jetzt noch... wir hatten noch Kupfer gefunden, ne? Genau, dann mache ich nochmal einen restlichen Kupfer hier. Sonst haben wir nichts, was wir jetzt schmelzen können, schmieden können. Nein, dann kommen wir erstmal wieder an die Truhe. Schnell. Zack. Ja, wir haben noch 20 Kupfer, 5 Goldbarren und Silberbarren haben wir auch 4. Da haben wir noch ein bisschen Kupfererz. Das nehmen wir aber jetzt noch nicht raus. Das brauchen wir jetzt erst später. Können jetzt eh nichts herstellen. Der Rest kann erstmal drin bleiben. Ich weiß nicht, was man mit einer Falle machen kann. Kann man eigentlich mal nachfragen, würde ich sagen. Ob man da noch irgendwas Besonderes machen kann. Die kann ich noch nicht mal reinziehen. Wahrscheinlich kann ich die irgendwie auch hinlegen, aber ich weiß nicht, wie die dann aktiviert wird. Deswegen lassen wir es erstmal so. Unser Haus ist ja erstmal sicher. Komm, 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 komm. Los. Zack. Ich habe die ganze Zeit Schiss, dass mein Auto das Traps nicht aufnimmt. Also ich, ich bin mir die ganze Zeit so ein bisschen unsicher. Und würde am liebsten nochmal nachgucken, aber dann weiß ich ja, dass das Spiel eventuell wieder abstürzen kann. Deswegen mag ich das nicht. Ich weiß jetzt noch nicht mal, wie lange ich jetzt gerade schon aufnehme. Das ist natürlich auch schlecht. Hätte ja sagen können, wir machen jetzt hier einen Cut. Ich weiß zwar jetzt nicht viel, aber ich muss jetzt erstmal gucken, ob das wieder als richtig funktioniert. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Ich gucke noch schnell mal auf den Desktop. Mal gucken. Es ist noch an. Und Fraps nimmt auch auf. Gut, und wir haben es auch ungefähr eine Viertelstunde. Über eine Viertelstunde haben wir schon drin. Also wird das sogar ein bisschen länger als diesmal eine Viertelstunde. Ist perfekt, jetzt wollte ich es wieder starten, ist es wieder abgeschmiert, aber ist jetzt auch nicht so wichtig, es ist zu Ende. Also merken, ich kann mein Terrarium auf jeden Fall nicht minimieren. Warum auch immer, ich kann es ja mal versuchen im Fenstermodus. Ich lege mir einfach eine Stoppuhr daneben, ich muss mir das halt angewöhnen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!